Ja, und wir sind schon kurz vor Schluss. Es geht langsam am Ende zu. Wir haben noch zwei Programmpunkte bzw. noch einen. Und dann kommen wir dann zum Schlussfazit mit dem Jonathan Gimmel und dem bernischen Sicherheitsdirektor Reto Nause. Vorher kümmern wir mich aber noch um das Thema 3D-Scanning, 3D-Printing. Das ist etwas, was in den letzten Jahren natürlich sich wachsender Beliebtheit erfreut. Nicht zuletzt, weil man es inzwischen für mal sich selber einen 3D-Drucker ins eigene Wohnzimmer oder Bastelzimmer reinzustellen. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Also natürlich von irgendwelchen Deko-Sachen, die man sich ausdrucken kann, wo man entweder Vorlage aus dem Internet braucht oder wenn man das Glück hat, selber ein 3D-Programm beherrscht. Bis hin zu wirklich, sag jetzt mal, nützlichen Sachen, die sogar im medizinischen Bereich hineingehen. Oder in den Bereich, den ich jetzt mit meinem nächsten Gast berede. Das ist nämlich der Kurt Meister vom FabLab Bern, wo ich mit ihm darüber reden werde, betreffend Nachhaltigkeit dank 3D-Printing. Ich hoffe, der Kurt Meister ist mir jetzt per Zoom schon zugeschaltet. Wenn ja, sage ich guten Abend. Kurt Meister, herzlich willkommen. Guten Abend. Es ist schön, seid ihr bei uns. Zwar nicht physisch, aber doch virtuell sind wir zusammen verbunden. Ja, das 3D-Printing, das ist etwas, was vorhin die Einleitung gesagt hat, hat sich wachsender oder erfreut sich wachsender Beliebtheit. Kann man das so sagen? Merkt ihr das bei euch auch beim FabLab, dass 3D-Printing etwas vom Angesehenen ist im Moment? Ja, das ist so. Mit 3D-Druck sind Sachen möglich, die man früher innerhalb von mehreren Tagen oder mehreren Wochen, Monaten hat entwickelt. Kann man innerhalb von 2-3 Tagen Entwicklungsschritte machen. Man kann sie in die Hand nehmen, man kann sie ausdrucken. Man sieht, was daran gut ist, was nicht gut ist. Wenn man etwas in die Hand nehmen kann, also irgendein Objekt, dann kann man beurteilen, was an dem Teil gut ist und was nicht. Und das ist für uns ein ganz, ganz grosser Vorteil, den wir sehen mit 3D-Drucken, der hilft im Verständnis zwischen Kunden, Anbieter, dass man vom Gleichen redet und dass man weiss, was man redet. Jetzt kann ich mir auch selber einen 3D-Drucker kaufen für daheim. Ich kann irgendwelche Vorlagen abladen oder, wie ich vorhin gesagt habe, selber ein 3D-Programm bedienen. Wann komme ich zu euch? Mit was für Aufträge? Sind das ganz spezielle Sachen, die ihr macht und ausführt? Es gibt verschiedene Zugänge. Ein Zugang ist, wie ihr es vorhin gesagt habt, ihr habt irgendwie ein Objekt oder wollt drucken, das ihr neu abgeladen habt. Dann könnt ihr zu uns kommen, könnt das machen, könnt das ausdrucken. Heute miterleben, wie das Objekt entsteht. Das ist sicher eine Variante. Eine andere Variante ist die, dass ihr irgendwie ein Problem habt, ein Objekt, das vielleicht kaputt ist, das nicht mehr erhältlich ist. Und dann braucht ihr regulär Unterstützung von einer Fachperson, damit man an den Ort herkommt, dass man das Objekt virtuell irgendwie erstellt hat, mit einem CAD. Zum Beispiel also ein Zeichnungsprogramm. Und dann kann man das nachher bei uns ausdrucken. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das so nutzen kann. Jetzt habe ich das am Anfang, also vor ein paar Jahren, auch so ein bisschen als Gadget angeschaut. Das ist natürlich jetzt auch immer wie mehr verfeinert worden, auch die Ergebnisse, die man damit erzielen kann. Inwiefern gibt es jetzt da vom Gadget nochmal eine Verschiebung, so ein bisschen ins Ernsthafte? Also, wir brauchen es ja schon zum Beispiel Medizintechnikerinnen. Könnt ihr da etwas dazu sagen, zu der Entwicklung, dass man tatsächlich mit 3D-Druck auch etwas Nachhaltiges kann ausdrucken, quasi? Ja, zur Medizin oder zur Medizinanwendung kann ich nicht so viel sagen. Ich kann versuchen zu erklären, wie wir es anwenden. In der Regel hat man irgendein Problem oder ein Kunde kommt mit einem Problem und dann versucht man das Problem auch irgendwie anzugehen mit einer einfachen Lösung. Das heisst, ich würde irgendetwas designen, ich drucke das aus. Und am nächsten Tag, wenn ich das wieder in die Hand nehme, also wenn ich wieder ins Büro komme, dann kann ich das in die Hand nehmen, ich kann es begutachten und kann beurteilen, was eben funktioniert an diesem Teil. Und das ist genau das, was eben ausmacht, dass ein Teil ausgereift wird. Das heisst also, am nächsten Tag, wenn ich es in die Hand nehme, merke ich dann, was alles nicht geht und was vielleicht alles gut ist dran. Und nach einem zweiten und einem dritten Schritt komme ich an einen Punkt her, wo ich sage, so, jetzt funktioniert es, jetzt kann ich es dem Kunden in die Finger drücken. Er gibt mir dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen Feedback dazu, was muss ändern dran. Und genau das ist Spannende daran, dass man in kurzer Zeit mit ein paar Zyklen
ein ausgereiftes Produkt herbringt. Ja. Ja, wir wollen doch schnell durch ein paar Produkte durchgehen, die so ein bisschen die Bandbreite zeigen sollen. Sie hat ein Beispiel mitgebracht von einem Instrument, von einem Cello-Spannbügel. Erzähl das dazu. Genau, ich tue dazu in meinem Homestudio, wenn man das mal so nennen kann, da ein bisschen einen Kameraschwenk machen, damit ihr die Objekte seht. Dann kann ich ein bisschen dazu etwas sagen, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Irgendwie so könnte das funktionieren. Das Objekt, das ihr jetzt vorhin habt angesprochen, ist das da hier. Das ist ein Spannbügel von einem Cello. Und da ist ein Gigabauer zu mir gekommen und hat gesagt, da auf dieser Seite tut man die Seite einspannen und auf der anderen Seite kommt so eine Feineinstellschraube dazu, die man nachher drehen kann. Und dementsprechend kann man dann über die Wippbewegung, die es da gibt, kann man die Seitenspannung einstellen. Und sein Problem, das er hatte, hat gesagt, das Daily ist zwar in Ordnung, das kostet praktisch nichts, aber hier vorne, wo die Seite eingespannt ist, geht es immer kaputt. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das Teil zu produzieren aus einem stabileren Material. Und wir haben das Teil nachher 3D modelliert, also mit einem CAD nachgezeichnet, haben es nachher aus Metall drucken lassen, also das Teil hier, auch wenn es vielleicht noch einen Fehler hat, das war ein früher Prototyp, den wir gemacht haben, da fehlt noch der Schlitz, der bei mehr anderen Teilen drin ist. Das haben wir aus Metall 3D drucken lassen, das Teil ist hochfest, und man nachher die Belastung, die durch die Seitenspannung entsteht, problemlos haben. Und der Gigabauer setzt die Teile immer noch so ein, wenn ihm so ein Kunststoffteil kaputt geht. Ja, und dann haben wir als zweites Beispiel Gummidämpfer für eine Fruchtzentrifuge. Du jetzt hier, Zentrifuge, wenn ich es richtig kann sagen, du jetzt hier schnell ablesen. Wenn ihr das vielleicht schnell zeigen könnt und vielleicht auch dabei sagen, ist das eine andere Art von Kunststoff, ein anderes Material? Ja, genau. Es ist gut, sprechen ihr das gerade an. Das ist das Teil hier. Das ist entstanden am Repair-Café. Da ist jemand, vielleicht kann ich auch noch dazu etwas sagen, ist jemand zu uns gekommen und hat gesagt, ich habe so eine alte Fruchtzentrifuge, die ist kaputt. Und zwar hat es so Dämpfer getroffen. Und zwar oben ist die Zentrifuge, wo dann, mit einer höheren Drehzahl die Früchte innen gedreht werden, zentrifugiert werden. Und unten ist der Motor. Und damit die Schwingungen, die oben stehen, nicht alle nach unten übertragen werden, hat es Dämpfer drin, so Gummidämpfer. Und das war eine alte Zentrifuge gewesen, die geht irgendwann kaputt. Beziehungsweise der Gummi wird spröd, so muss ich es ehrlich sagen. Und das ist auch bei dem passiert. Und da ist mir zu mir gekommen und gesagt, hey, könnt ihr nicht uns helfen? Und das ist relativ ein einfaches Teil. Man sieht das, es hat einfach eine Grundfläche, dann hat es da eine Vertiefung drin, es hat einen Zapfen dran. Das war also ein Teil, wo man mit wenig Aufwand hat können nachmodellieren konnte. Also vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann hatte ich die erste Form von dem gehabt. Dann hat man das können drucken. Und da ist es dann vor allem darum gegangen, dass man ein weiches Material nimmt, das eben die gummielastische Fähigkeit hat, so Schwingungen können zu dämpfen. Das ist nicht. Pardon, das, vielleicht noch zum Abschluss. Es ist nicht ein perfekter Kunststoff, wo genau so elastische Fähigkeiten hat, Eigenschaften hat wie sonst ein Gummidämpfer, aber es kommt in die Nähe und man kann mit so solchen Objekten nachher ein altes Gerät reparieren und wieder ein zweites Leben einhauchen. Was ist das weiße Teil, das ich dort auf dem Tisch noch sehe? Für was ist das angefertigt worden? Können wir das ganz zum Schluss nehmen, weil das hat noch eine spezielle Geschichte. Jetzt schon zum Schluss nehmen, wenn es quasi zyklisch davon läuft. Also wir können leider nicht mehr alle Beispiele durchgehen. Das Teil hier, das ist von nehmen wir vielleicht das da hier weg. Das ist von einem Stevi-Wäschständer, der irgendwo auf einem Balkon stand. Also konkret ist der bei uns auf dem Balkon gestanden. Und meine Frau hat gesagt, hey, der ist kaputt gegangen, mach dich nützlich und druck das Daily aus. Also nein, das hat sie nicht so gesagt, aber mach dich nützlich und produziere mir so ein Daily nachher. Das habe ich dann gemacht, oder beziehungsweise ich habe es versucht.
Ich habe mal eine Variante gemacht, habe das ausgedruckt, habe das montiert und am nächsten Tag war das Teil schon wieder kaputt gewesen. Und wo jetzt die Zeit schon ein bisschen knapp ist, gehe ich in der Kurzversion. Ich habe ein halbes Jahr später, bin ich nachher wieder in den Laden, wie ein Originalteil kaufen. Das ist hier, wie man es kaufen kann, habe das wieder eingesetzt. Und das soll auch aufzeigen, dass das Teil oder der Prozess, dass nicht immer der Tütendruck der richtige Weg ist. Manchmal ist es, also es ist schlauer hier in dem Fall, wenn man das Teil kaufen kann, dass man es Geld kaufen kann, erstens. Zweitens ist das Material, das ich hier verwendet habe, ist nur bedingt tauglich für draussen einzusetzen. Das heisst, UV-Licht, Luftfeuchtigkeit machen, dass das Material altert und ist nur beschränkt für so solche Anwendungen denkbar. Es ist problemlos nutzbar für Ihre Laborumgebung, das heisst drinnen oder einfach irgendwo, wo man eine kontrollierte Umgebung hat. Ja, Kurt Meister, merci vielmals für das Zeigen von diesen paar Beispielen. Ist das so ein bisschen die Zukunft, dass man eben trotzdem letztes Beispiel, eben nicht Sachen explizit mehr kaufen, sondern das, was man eigentlich braucht, für sich und ausdrucken und damit nachhaltig unterwegs ist? Ich denke schon. Also, wenn ein Teil käuflich ist, dann ist es in der Regel günstig. Also, die Teile werden ja in höheren Stückzahlen produziert. Dementsprechend ist nachher auch der Preis attraktiv und günstig. Wenn wir natürlich für einen Kunden irgendein Teil müssen produzieren, dann ist nicht die Produktion des Teils an sich teuer, sondern in der Regel ist der Aufwand teuer, weil wir müssen das Teil in irgendeiner Form erfassen, wir müssen es zeichnen. Man muss es optimieren nachher, bis es wirklich so passt, wie es soll. Und das kostet Geld. Also, kaufen ist von mir gesehen nach wie vor der richtige Weg. Wenn man es kauft, es ist aber dort, oder es gibt die Möglichkeit, dass man es gar nicht mehr kaufen kann. Und dann ist es so ein Nachbau oder ein Ersatzteil, wo man sich selber organisiert und druckt, der richtige Weg. Also der einzige Weg vielleicht sogar. Und das 3D-Printing wird sicher noch eine steile Kurve nach oben zeigen in Zukunft, wo man sich noch ganz viel mehr und viel andere anwendet. Gebiet wird Finger dazu. Merci Kurt Meister für die Ausführungen. Danke euch, dass ihr bei uns vorbeigeschaut habt an den Berner Digitaltag und sage euch herzlichen Dank und schönen Abend. Adieu.